Hallo, liebe Inkstitch-Interessierte. Heute möchte ich euch zeigen, wie man aus einem Kreis der Übung, keiner Kontur, einen anderen Kreis rausschneidet, sodass am Ende der andere Kreis ein Loch hat. Das kann man zum Beispiel nehmen, um menschliche Tieraugen zu machen. Man markiert sich beide Kreise, den grünen zuerst und dann den schwarzen und macht die Fahrt. Und exklusiv oder Ausschluss. Und dann hat man ein Loch in diesem Pfad drin. So. Das wird wahrscheinlich von Inkstitch als Fehlerobjekt erkannt. Schauen wir mal, weil meistens sind diese Objekte Pfad umwandeln. Erweiterung Inkstitch. Fehlerbehebung. An den Objekten. Meistens sind bei Kreisen nämlich diese Überlappung dann Probleme. Schauen wir mal. Nein, man geht. Mehrmal Glück. Und dann mit Steuerung Shift P machen wir mal die Simulation an und gucken, ob er das so klappt, ob er um unser Loch ringsherum steckt. Ganz gut aus. So könnte man zum Beispiel ein kleines Auge machen. Wenn man dann jetzt beenden, anwenden und möchte, dass das Auge aber vielleicht weiß übergespielt wird, kann man hier mit dem Füllwerkzeug das Loch noch ausfüllen. Müsste das vielleicht noch ein bisschen vergrößern. Ah ne, verschieben. Größer, weil sonst das Loch im Loch sich zusammenzieht durch die Pulle. Am Stoff, also ein bisschen größer machen, dann auch noch weiß, Füllung weiß, so, und dann könnten wir mal gucken, ob wir das jetzt noch machen, okay. Dann kann man natürlich wahrscheinlich jetzt nichts sehen, hätte ich mal dunkelgrau machen müssen, oder hellgrau, eher so. Umhandeln und man muss so hell drauf. Ratatat. Macht er das erste Objekt mit der Füllung und macht das zweite Objekt dann oben drüber. Und ihr seht, das ist so ein bisschen Überlappung, damit dann, wenn der Stoff sich zusammenzieht, trotzdem noch das ganze Innere vom Auge das abdeckt. Ansonsten habt ihr dann eine Lücke zwischen dem schwarzen und dem weißen Stück. So, das war's für heute und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.